Hi, ich bin Greg. Hi, ich bin Whitney. Hi, Whitney. Was kann ich für Sie tun? Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Oh, das tut mir aber leid. Aber das kriegen wir wieder hin. Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ein Schlückchen Wasser oder einen Kaffee? Vielleicht einen Tee? Nein, aber das finde ich wirklich nett. Die Klinikärzte haben es ja immer sehr eilig. Wenn ich nett sein kann, sollte nicht Arzt werden. Und wo genau spüren Sie den Schmerz? Am Hinterkopf, da unten. Oh, das ist das Schwangerschaftszeichen. Das verschwindet im letzten Trimester. Oh, ich bin keine Studentin. Das ist Ihr Fötus auch nicht. Oh Gott. Sie wussten nicht, dass Sie schwanger sind? Das erkennen Sie nur an den Kopfschmerzen? Woran ich das erkenne? Die Periode kam nicht, ich wurde fett und musste kotzen. Oh nein, das betrifft ja Sie. Was? Ich erkenne das, wenn ich mir Ihre geschwollenen Möpse ansehe, die von einer zu engen Bluse gehalten werden, an Ihrem offenkundigen Salzhunger und an dem Pflaster gegen Reiseübelkeit, das anscheinend wenig hilft gegen morgendliches Kotzen. Ich bin noch Jungfrau. Und mein Verlobter auch. Ihm glaube ich das sofort. Kann man nicht noch auf andere Art schwanger werden, wie sitzen auf einem Toilettensitz? Aber sicher. Es müsste aber ein Kerl zwischen Ihnen und der Brille sitzen, dann geht's. Aber klar, sowas kann man nicht durchstehen. Janice? Ich bin Remy, ich bin... Ja, ich erinnere mich. Sie sind aus der Studie raus? Ja. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann... Es war dieser Doktor, der die Tests gemacht hat. Dr. Foreman? Ja. Er ist ein toller Neurologe und ein feiner Kerl. Sie mögen ihn? Wieso Sie nicht? Ich habe ihm gesagt, dass die Injektion mir nicht bekommen und er gab mir nur einen Anthrazid. Wir waren ja vorgewarnt, dass es solche Nebenwirkungen hat. Es gibt nichts anderes dafür. Nein, er sagte mir, leben Sie damit, mit oder ohne ein Anthrazid. Ich habe nicht mehr, keine Zeit mehr. Ich will nicht sein Versuchskarnickel sein, will ich nicht. Hi, danke. Für das Geschenk. Ich habe mich sehr gefreut. Ich sprach mit Janice. Geht's ihr gut? Ja. Sie sagt, zu der Übelkeit hätten Sie gesagt. Leben Sie damit. Und? Naja, Übelkeit lässt sich nicht durch reine Willenskraft überwinden. Deshalb habe ich auch keine Willenskraft verordnet, sondern ein Anthrazid. Wer damit nicht klarkommt, muss die Studie sowieso verlassen. Rufen Sie sie an und entschuldigen Sie sich, dann kommt sie wieder. Nein. Gott, Sie reagieren schon wie Haus. Nein, ich bin und reagiere nicht wie Haus und deshalb muss ich mich auch nicht entschuldigen. Ich bin nicht herzlos und manipulierend. Als ich Ihnen sagte, ich habe ein Problem damit, haben Sie gesagt, ich soll es nicht... Und es hat gewirkt. Sie ist eine 40-jährige Frau. Sie wissen, dass sie körperlich und seelisch am Ende ist. Sie wird sterben. Hören Sie, seinen eigenen Geist am Weihnachtsfest zu sehen ist übel, aber helfen kann ich ihr nur, wenn ich sicherstelle, dass sie den Plan einhält und nicht, indem ich ihren Lebensberater spiele. Sie reagieren nicht wie Haus. Sie sind wie er. Dr. House, das ist mein Verlobter, Jeff. Haben Sie gesagt, dass man von einer Toilettenbrille schwanger werden kann? Ich habe sowas gesagt, aber mit einer speziellen Intonation. Ich wusste, dass es nicht wahr ist. Noch eine andere Möglichkeit? Ist sowas möglich? Naja, da gab es mal den Fall eines jungen Bürgerkriegssoldaten, der einen Hodenschuss erlitt. Sein Liebesbällchen wurde von der Flintenkugel weggerissen und in den Uterus einer auf dem Feld arbeitenden Frau verfrachtet. 9 Monate später wurde ein Wunderkind geboren. Sie kann auch fremdgegangen sein. Du hast es mir geschworen. Also wir tun noch andere Dinge im Bett. Könnte nicht dabei etwas Sperma von ihm reingewandert sein? Wahrscheinlich eher von dem Typ, dessen Penis da mal reingewandert ist. Wie auch immer, alles wäre möglich. Ich will einen Vaterschaftstest. Sie müssen ihm sagen, dass eine Amniozentese so früh riskant ist. Ja? Wen juckt's? Er weiß es ja nicht. Wir machen den Vaterschaftstest. Sie wollen es ganz genau wissen? Falls Sie noch unsicher sind, ich sag's Ihnen sowieso. Wir wüssten es gern.
Was steht da? Nicht weggehen. Hey, wollten Sie nicht nach Hause? Ich wollte schon, aber als ich anfing, die Akte zu lesen, konnte ich sie nicht mehr weglegen. Sagen Sie mir, die Patientin, die abgebrochen hat, Sie wissen welche? Ja. Soll ich Sie mal nach den Gründen fragen? Nein, Patienten fallen aus, deswegen die hohe Rekrutierungszahl. Nun, ich dachte, wenn es einen leichten Weg gibt, die Personen, die abgebrochen haben, zurückzuholen, warum nicht? Es sind keine Personen. Wirklich nicht? Ich dachte, die Zombie-Testung hätten wir mit Phase 2 abgeschlossen. Sie dürfen diese Menschen niemals als Individuen sehen, nicht mal als Patienten, sie sind bloß Zahlen. Hören Sie, eine Freundin von mir hat diese Erkrankung. Das will ich gar nicht wissen. Die Studie ist nicht ohne Grund doppelblind. Jede persönliche Beziehung verzerrt die Resultate. Wissenschaft orientiert sich nicht am Menschlichen, sondern an Ergebnissen. Sie wissen es doch. Sie arbeiten für Haus. Deswegen wollte ich Sie als mein Partner. Wir warten hier schon 6 Stunden. Werd ich Vater oder nicht? Nein, aber sie hat sie auch nicht hintergangen. Unter normalen Umständen trifft Spermium auf Ei, DNS auf DNS, er geht zu ihr, die Zellen teilen sich und 9 Monate später geschieht das kleine Wunder. Im Normalfall. Im Anormalfall kann ein Ei 2 natürliche Genmutationen aufweisen, die sonst nicht gemeinsam auftreten. Ein Calcium-Spike kann das Ei befruchtungsfähig machen, ohne dass ein Spermium gebraucht wird. Ein Zellteilungsfehler teilt die unbefruchtete Zelle, ohne dass männliche DNS im Spiel ist. Parthenogenese. Ein Baby ohne Daddy. Bei Menschen existiert sie nur als Theorie und wurde nie nachgewiesen. Doch jetzt. Mami, Baby. Ihre Tochter hat nur mütterliche DNS. Ich habe diese Tests 5-fach überprüft. In 7 Monaten werden sie jungfräulich gebären. Frohes Fest. Keiner mehr da? Alle auf der Party. Ich habe gehört, Janice ist wieder eingestiegen. Ein Weihnachtsgeschenk für sie. Ich habe mich geirrt. Sie sind nicht wie Haus. Das ist mein Weihnachtsgeschenk für mich selbst. Wir sollten zur Party gehen. Wirklich? Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir.